Ja, servus, Jungs und Mädels. Ich bin's, euer Mega-Hombre, der Consolero mit Sombrero. Und auch dieses Wochenende gibt's wieder ein kleines Supply-Drop-Opening. Denn diesmal gibt's Prototype-Hack-Supply-Drops. Die garantieren auf jeden Fall eine rare Prototyp-Waffe oder besser. Ein Limit gibt's dabei nicht. Man kann sich also so viele davon kaufen, wie man möchte. Kosten allerdings 45 Keys oder halt entsprechend 300 Court Points. Und ich denke mal, ich werde heute 450 Keys investieren. Also in Summe, wer gut aufgepasst hat in Mathe, 10 Stück werden wir davon heute aufmachen. Und einfach mal gucken, was für Prototyp-Waffen da für uns heute rausspringen. Ja, und ich würde sagen, wie so oft, ohne viel weiteres hinzutun, springen wir gleich rein. Auf geht's! So, wir wollen das Ganze kaufen mit Schlüsseln. Auf geht's, komm schon. NV4 Flatline muss auf jeden Fall heute dabei sein, würde ich sagen, oder? Okay. Okay, ja, das ist ja schon mal so kein so ganz schlechter Start. Gut, also die Rack 9, Ravager, das ist sozusagen dann jetzt, ja, gehe ich mal davon aus, das eigentliche Item hier drin gewesen. Jetzt haben wir noch krass Glück gehabt, dass wir halt echt gleich im ersten die Axt gezogen haben, auf die wir ja im letzten Opening so krass gegeiert haben. Den Headsman. Oh, nice one. Okay, also da kann man auf jeden Fall sich schon mal drauf gefasst machen, dass da demnächst ein feines, kleines Gameplay folgen wird. Okay, eigentlich könnte man das Video an der Stelle abbrechen. Also bis zum nächsten Mal. Nee, Schmarrn, ich mache natürlich weiter, aber also besser als das wird's eigentlich nicht. Normalerweise soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist, aber gut, gucken wir uns noch 9 weitere an. Ja, schauen, was noch kommt. Vielleicht ist ja die NV4 Flatline im nächsten drin, wer weiß. Okay, das wird also das zweite. Boah, nice one. Sauberer Start. Okay, okay. So, Hailstorm Vertex war die zweite. Ist ein Duplikat sogar. Okay, habe ich schon gezogen, also können wir gleich weitergehen. Brauchen wir nicht. Drittes Drop. NV4 Flatline. Okay, 2 rare Varianten. Okay, Uni Amt haben wir auch schon gehabt. Und die Reaver Toro Shotgun. Okay, Shotgun ist ja nicht so mein Fall. Ja, die raren, da blende ich jetzt nicht die Details von den Waffen ein. Das mache ich dann bei den legendären oder wenn es noch eine epische gibt. Okay, machen wir das vierte auf. NV4 Flatline, hallo. Wo ist sie denn? Aha, okay. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht. Eine Nuklearvariante. Ja, tatsächlich haben wir die noch nicht. Okay, sau nice. Also dann habe ich jetzt schon, boah, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Nuklearwaffenvarianten. Die von der NV4 fehlt mir, glaube ich, auch immer noch die legendäre. Aber okay, nicht schlecht. Gut, also die blende ich auf jeden Fall im Hintergrund ein. Ihr habt es wahrscheinlich mittlerweile schon gesehen, was die kann. Ist ja nur Sharpshooter, das extra Nuklear. Ist ja jedem bekannt, denke ich, was das bringt. Okay, dann schauen wir uns das fünfte an. Dann haben wir die Hälfte durch. Aha, okay, gut, die braucht man natürlich eigentlich nicht unbedingt. Haben wir, glaube ich, auch schon, oder? String Theory? Nee, haben wir auch noch nicht? Okay. Gut, Deathbringer und Steady. Gut, das ist, denke ich, nicht so allzu interessant. Dann schauen wir weiter. 5 Stück noch. So, was haben wir hier? Ah, interessant, okay. Jetzt haben wir hier 2 MK2-Waffenvarianten. Ist ja auch nicht schlecht. DCM-8, Even Keel. Nichts zu besonders, nur Stability. Und von der Hailtex, von der Hailstorm die Vertex-Variante. Headhunter und Steady. Möglicherweise haben wir davon schon die normale Variante, aber jetzt haben wir auch die MK2-Variante. Okay, gut, 4 Stück bleiben. Was haben wir noch im Angebot? Komm, eine epische Variante will ich jetzt nur noch ziehen und da ist sie auch schon. Oh, nice. Sogar von der RVN, also von der neuen Waffe. Gleich mal hier schön die epische Variante. Overcharge. Ich bin der Meinung, ich blende es euch hier im Hintergrund ein, aber ich glaube, dass man, wenn man in dem alternierenden Modus, in diesem Melee-Modus ist und damit jemanden killt, dass es dann irgendwie so einen explosiven Radius gibt, wo dann noch Gegner im Umkreis sterben. Aber vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, das ist diese Variante. Okay, sehr interessant, will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und Mercury Synaptic Body. Okay, interessant, das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, gut, dann habe ich, glaube ich, gesagt, das war jetzt das siebte, dann bleiben noch 3. Gucken wir an, wen die Bronzemedaille heute geht. Geht noch eine epische Variante?
Okay, gut, nochmal eine Legendary-Variante. KBS Longbow Fortune, die habe ich auf jeden Fall auch noch nicht. Gambler und Readiness. Naja, ihr wisst ja mittlerweile, Sniper ist ja nicht so mein Fall, aber vielleicht gebe ich dir auch mal eine Chance und teste das mal aus. Gut, dann würde ich sagen, geht's ab zur Silbermedaille. Da darf doch jetzt noch ein episches Item drin sein, oder? Also wegen mir gerne. Okay, gut, nochmal eine legendäre Variante von der Titan, die Redeemer. Mit Refresher und Focus. Blende ich auch im Hintergrund ein, aber Refresher ist ja klar, nach 5 Kills, glaube ich, oder so, regeneriert man die Lethal und Tactical Grenades und Focus. Weiß jetzt nicht, was das genau macht, aber es hilft sicher beim Fokus. Okay, gut, dann machen wir noch eins auf. Dann haben wir, glaube ich, die 10 voll, wenn ich mich nicht vollkommen verzählt habe. Und die Goldmedaille geht heute an. Komm schon, ein episches Item muss noch sein. Nee, leider nicht. Okay, DMR One Summit. Ja, kommt mir auch betankt vor, oder? Nee, haben wir auch noch nicht. EMC haben wir schon, Savage-Bonus ein bisschen und da nochmal ein extra Bonus. Okay. Gut, Jungs und Mädels, kurz und knapp war es heute. Also, ganz starker Start und dann kam eigentlich nicht mehr allzu viel. Ein paar legendäre Varianten. Ja, doch, obwohl die Nuklear-Variante von der RPR Evo, die ist auf jeden Fall natürlich auch nicht schlecht. Gut, jetzt haben wir uns auf 786 Keys sind noch da, eine Menge Salvage. Ich hoffe, wie gesagt, dass an einem der kommenden Wochenenden nochmal irgendwie ein Angebot kommt, wo man dann mit Salvage was kaufen kann. Da will ich auf jeden Fall nochmal investieren, weil ansonsten geht es so mit den nächsten ein, zwei Openings dann auch mit meinen Keys so langsam wieder zur Neige. Ein paar Cod Points sind zwar auch noch übrig und wie gesagt, ich habe hier noch die 66 Common Supply Drops vom Daily Login Bonus. Also wie gesagt, da wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch weitere Openings folgen. Vielleicht, interessanter wird es natürlich wieder erst, wenn neue Waffen droppen, aber jetzt haben wir die Axt gezogen, die neue. Und nicht zu vergessen, ja, die epische Variante von der RVN, die war ja auch noch dabei. Also, na doch, im Nachhinein betrachtet, so schlecht waren die 10 Drops jetzt eigentlich nicht. Da kann man schon mal 450 Keys für investieren. Gut, Jungs und Mädels, schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Habt ihr auch welche von diesen Prototype-Hack-Supply-Drops aufgemacht? Und was war für euch mit drin? Auch ein paar epische Varianten gezogen? Oder habt ihr generell auch schon den Herzman gezogen und seid schon die Axt ordentlich am Schwingen? Wie gesagt, lasst mir mal einen Kommentar da. Ein Like auch gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Jungs und Mädels. Euer Hombre.